Okay. Zitter. Meine Augen! Glatze! Meine Augen! Okay, den angreifen. Ja. Ihr seid... Ah ja, richtig, Herr Zappelot, nicht wahr? Ja, Zappelot. Ups. Jetzt bin ich versehentlich rübergeswitcht. So. Geht es euch gut? Ja, ich bin auf der Höhe. Der Schein kann trügen. Habt ihr zur Zeit des Vorfalls etwas gesehen? Ich habe es doch schon gesagt. Meine Augen, alles unscharf. Mir war schwindelig. Okay, niemand war. Also eigentlich müsste ihm ja was passiert sein und deswegen der andere das nicht gemeldet haben. Eventuell. Hm? Oh, und das Klingeln in meinen Ohren wie das Weinen eines Mädchens. Nun ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Mich würde interessieren, warum Herr Zappelot der Wache überhaupt beitreten konnte. Naja, manchmal ist es besser, nicht nachzufragen. Ja, deswegen. Ja. Der Regen hörte auf. Wunderschöner Schmetterling. Ah. Ja, okay. Moment mal. Was für ein Schmetterling! Ein Schmetterling? Ja, ein Schmetterling. Er flatterte fröhlich umher und schien uns zu beobachten. Der Schmetterling ist die Hexe! Als ich ihn so sah, dachte ich nur... Wovon redet ihr da? Voller Anmut, von einer Blume zur anderen schwebend. Wie meine Göttin der Liebe. Die göttliche Dominika. Der stählerne Engel, der die Wachen mit einer Sinnlichkeit beehrt. Achso, nee, das bin ich. Oh. Der stählerne Engel, der die Wachen mit seiner Sinnlichkeit beehrt. Ich bin Dominika, vergesst mich nicht. Für alle, die sich jetzt so im Chat, oder die alle, die das sehen und sich fragen, warum ich sie so beknackt spreche. Es gibt in Layton und der Ruf des Phantoms auch eine Dominika. Und die sieht so aus. Die war noch ein bisschen anders. Die war noch ein bisschen anders und die habe ich so gesprochen und wegen des Namens. Also ich weiß, es wurde auch so in gewisser Weise von mir verlangt, dass ich das so mache. Da hätte ich auch drauf bestanden bei dem Namen. Ja. Ja. Hey, Nick, dieser Schmetterling. Hey, listen! Kann es nicht eine Hexe gewesen sein, die sich mit Magie in einen Schmetterling verwandelt hat? Eine Hexe, die sich in einen Schmetterling verwandelt und ist dann den Glockenturm hochgeflogen? Hat sich in einen Schmetterling verwandelt und ist dann den Ernsthaft, Maya? Warum nicht? Ach ja, was wurde eigentlich aus diesem Schmetterling? Oh ja, tja, er flog recht belanglos ins Feuer einer Fackel und verbrannte. Hä? Dieser Anblick kam mir wie eine Erleuchtung vor. Der Schmetterling kann der gefährlichen Verlockung des Feuers nicht widerstehen, selbst wenn dies den Tod bedeutet. Oh Mann. Danke vielmals, das war eine ausgiebige Antwort auf eine kurze Frage. Aha. Dominika! Regen ist abscheulich, meine Stahlstöckelschuhe. Oh Gott. Stahlstöckelschuhe. Es stellt sich raus, dass es ihre Fußabdrücke sind. Oh. Ihr habt also. Weil zwei Wachen oben im Turm. Was? Ne? Was? Deswegen hat er es nicht gemeldet. Das sind Dominikas Stöckelschuhe und die beiden haben oben im Turm, du weißt schon. Während der Wachzeit. Die haben während der Wachzeit was gemacht? Was könnte man denn... Das ist bestimmt eine ganz andere Antwort in Wirklichkeit, aber... Picknick. Was?
Was war die erste Silbe? Das war Pick, oder? Oh, Moment, nein. Außerdem, sie haben ja nichts mit Phoenix gemacht. Okay. Phoenix. Ihr habt also Stöckelschuhe aus Stahl. Ja, mein Süßer! Nicht in die falsche Rolle verfallen. Genau. Schau mal die Wache. Seht ihr, Dominikas Stiefel sind stets poliert, auf dass sie heller funkeln als die Sterne am Firmament. Dominika ist eine Hexe. Ich kann mein Gesicht in ihren Sch ja, ich kann mein Gesicht in ihnen erkennen, wie in einem Spiegel. Ist euch etwas Verdächtiges in der Nacht des Vorfalls aufgefallen? Eigentlich nicht. Ich war damit beschäftigt, mir die Fußnägel zu lackieren. Ihr habt eure Nägel lackiert? Ich habe ihr geholfen. Die Füße meiner Herrin versüßen jeden noch so trüben und regnerischen Nachmittag. Der ist Fußfetischist. Deswegen heißt er ja auch Zutritt. Wie war das nochmal? Also, warte mal, was wollte ich denn jetzt gerade nochmal? Also, sie hat die Nägel lackiert, auch die an ihrer Rüstung. Ach nein, das sind Schrauben. Ja, naja. Ja, vielleicht ist es auch Vielleicht eine auch Nägel. genagelt, vielleicht wurde sie auch zusammengenagelt oder so. Wie viele Wachen waren es insgesamt? Nein, ich spreche jetzt nicht dieses Wort aus, was mir da in den Sinn kommt. Solltet ihr nicht eigentlich den Glockenturm bewachen? Oh? Hilfe! Ich höre nichts mehr. Wie? Was hörst du nicht mehr? Hallo? Ich hatte das gestern schon mal. Jetzt Hallo? habe ich auf einmal keinen Sound. Moment. Komm schon! Geht gleich weiter. Das Hallo? ist irgendwie auch so ein Running Das Gag. ist Wir ja. hören dann zu, wenn das nicht funktioniert bei uns. Und jetzt ist auch mein Mikro noch runtergefallen. Ich hoffe, ich habe dadurch Nein. nicht versehentlich einen Sound abgespielt. Nee, hast du nicht. Moment, kleinen Moment noch. Ja. Ich habe das Wen gleich hört man wieder. denn jetzt noch? Hört man uns beide und wir uns Sag nur mir nicht, einander nicht? Oder meine wie ist das Kopfhörer gehen jetzt kaputt. bei YouTube? Also ich höre noch alles eigentlich. Mich hört ihr? Jetzt höre ich es wieder. Ich habe keine Ahnung, wieso das manchmal weggeht. Ha, mein Mikro! Ah, mein Mikro, ja. Okay, alles klar. Ja, stimmt, das hat echt gerade jemand geschrieben im Chat. Ich habe es ja auch vorgelesen. Ah, du hast ihn doch Okay, im aber man Chat. hat uns beide gehört, okay. Alles klar. Aber der Sound im Game ist weg, ja, das stimmt. Der ist weg? Moment. Jetzt ist Ingame weg. Jetzt ist Inge Ist Aim? weg. Moment, aber wieso? Ich versuche das mal zu fixen irgendwie. Oh Mann, Gott. Fixer, Also, du. ja, eben. Das ist mal wieder hier. Ah, mein Sound! Ja, mein Sound, ja. Moment, ich tue jetzt was, was ich eigentlich nicht so gerne machen will. Ich ziehe den Stecker. Ups, habe ich jetzt was gedrückt? Ja, du bist ins in die Gerichtshof. Ja. So, jetzt bin ich kurz mal, ist das kurz mal weg? Aber es ist nicht weiter da. Okay, ich versuche mal das Programm neu aufzurufen. Hast du vielleicht auch einfach den Sound aus Versehen leise gedreht? Nein. Oder ist. Moment. Nein, es ist. Also ich habe hier Jetzt höre zwar ich noch wieder Sound, was. aber. Ja, aber das ist ja nicht der. Ach so, das ist der, der das Mikro jetzt kommt. Ja, genau. Ich versuche das nochmal auszumachen und wieder an. Und dann wird es wahrscheinlich sehr laut. Ja. Aber Livestream mit Layton, erfrischender Knobelspaß, was die Technik betrifft. Knobel, ja genau, Rätsel gelöst. Haben Sie es aus und wieder angemacht? Ja, fertig. 20 Pikarat. Auf jeden Fall. So, ja, also keine Ahnung, wieso das passiert ist, aber es wird vielleicht nochmal passieren, wenn wir Glück haben. Also, unmöglich im Regen herumlaufen, kostbare Stiefel, ja. Diese lieblichen Stiefel mit Spitzen so scharf wie Inquisitor Schlambergs Schwert. Pferd. Schlambergs Pferd.
Ah, ja. Wenn sie sich vor Leid Moment mal, bin das nicht ich? Und wenn sie sich vor Leidenschaft und Kraft an meiner Rüstung reiben. Dann bist du der glücklichste Mann Labyrinth. Ach so, nee, der ist... Oh, der hat noch gesprochen. Ja. Ah, verdammt. Oder der Linke. Dann bin ich der glücklichste Mann Labyrinthias. Möchtet ihr auf meinen mit meinen Stiefeln Bekanntschaft machen? Ihr müsst es nur sagen. Nein, so danke, darauf stehe ich nicht. Ah, gibt es nicht jeden Tag, dass jemand auf dir herumlaufen will? Vielleicht ist es ja ein Brauch in Labyrinth hier. Ja, genau. Im Gericht wird auch so schon mehr als genug auf mir herumgetrampelt. der noch. Wollen wir ihn noch angreifen? Dann haben wir alle durch. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Na, Cosinus. Ah, der ist ja auch noch. Cosinus. Du bist mir auch so eine Cosinus. ja, du bist du hast eine harte Schale und einen harten Kern drin und bist mit mir, nein, du bist nicht mit mir verwandt. Eine Cosanus. Was hast du genommen, sag mal? Ich hab zu viele Nüsse gegessen. Ich habe keine Ahnung, was ihr mir damit sagen wollt. Womit eigentlich? Ihr seid ein hoffnungsloser Fall. Nun ja, das gilt für alle Männer. Ja, auch für dich. Träumt ihr nicht auch davon? Ach, oder? Nee. Träumt ihr nicht auch davon, dass sich ihre Stiefelspitze tief in euren unwürdigen Rücken gräbt? Nein. Und ihre Stiefelspitze soll sich generell bei mir nirgendwo rein graben. Träumst du auch davon, Nick? Nein! Das kam wirklich cool. Nein! Ihr habt etwas von uns gesagt. Und? Gibt es noch mehr Fans von Dominika? Genau! Ja, selbstverständlich doch. Von Schlag ist ebenfalls einer von uns. Und meine Arme! Die hätte ich lieber in, die sollte sich lieber in meinen Rücken graben als ihre Stiefel. Ja, der Typ sieht auch schon so aus. Ach, dieser Blick. Ihr habt doch keine Vorurteile wegen unserer Vorlieben. Oder, Herr Verteidiger, das sind wirklich hier in eine Richtung, die mir irgendwie nicht gefällt. Ja. Ein wenig. Ich überzeuge euch. Schaut euch dies an. Dies ist der herrliche Abdruck, den... Ich sag's noch! Den Dominikas Stiefel hinterließ! Ja! Das gibt's doch nicht! Toll! Wirklich erstaunlich! Ich muss gestehen, auf euch wurde wahrlich wunderschön getreten. Seht ihr, wie genau es auf einen Punkt zuläuft. Dieser Abdruck verdient es, Gunst genannt zu werden. Auf seinem Rücken ist ein Rätsel! Schwupp, ja! Oh, ich bin eifersüchtig von Schlag. Diese betörende Schönheit aus profanem Schmutz geboren. Dieser schmutzige Fußabdruck, warum wascht ihr ihn nicht ab? Was? Bitte, seid nicht so töricht. Darf ich noch vorher was einwerfen? Und zwar, es gibt doch so Leute, die irgendjemandem die Hand geben. Hä? Was für Mittel denn jetzt wieder? Ja, hier, genau, hier haben wir es doch gerade mit den Sängern die Hand schütteln und sowas. Ich wasch mir die Hand nie wieder. Stell dir mal vor, man ist bei irgendeinem so Rockstar oder so ein Groupie. Äh.
Ich wasche mich da nie wieder. Was meinst du, warum ich mich seit Jahren nicht mehr gewaschen habe? Ach ja, wir hatten ja mal dieses Gespräch, dass ich so ewig nicht mehr geduscht habe und du nicht gebadet. Stimmt.